Also ich glaube erstmal, das ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Antwort, die ich darauf geben kann. Also ich glaube, es gibt echte Schizophrenie von Menschen, die da eine psychische Erkrankung haben. Und es gibt auch Menschen durchaus, die einfach vielleicht hellsichtiger sind und mehr Wahrnehmung haben als andere, die einfach dann als schizophren diagnostiziert werden. Und ich glaube, das gibt es beides durchaus. Ich habe mal Erfahrungen im Altenheim mit Demenzkranken gemacht. Ne? Wenn Demenzkranken Sachen einem erzählen, ne? Sie sehen das und das oder sie nehmen das und das wahr. Ne? Manchmal habe ich Sachen auch gleichzeitig wahrgenommen. Zum Beispiel einmal war eine Situation mit einem Schatten. Ich habe im Zimmer einen ziemlich dunklen Schatten in der Wand gesehen, der sich da eingenistet hatte. Und dann sagt die Frau zu mir, also mit dem inneren Wahrnehmung habe ich das gesehen. Ne? Dann sagt die Frau zu mir, ja, den Schatten da oben, der ist schon seit Tagen da und der beobachtet mich. Ne? Also da kommt dann zusammen, wir haben beide das Gleiche wahrgenommen. Ne? Also wird die Frau durch ihre Demenz einfach eine andere Wahrnehmung gehabt haben. Ne? Und ich glaube, das gibt es mit der Schizophrenie durchaus auch, dass Menschen da einfach eine andere Wahrnehmung haben und da als schizophren abgestempelt werden. Ne? Also ich glaube, das gibt es sowohl als auch. Und das, wenn das eine wirkliche Schizophrenie ist mit dieser Störung, was da genau schiefgelaufen ist, kann ich dir nicht sagen. Auf alle Fälle ist es aber etwas, was die Menschen sehr stark in ihrem Alltag beeinflusst. Es ist sehr interessant. Ich hatte tatsächlich so im privaten Bereich immer mal wieder mit Menschen zu tun, die schizophren waren. Ja, das fand ich in dem Sinne sehr spannend, weil mir das immer wieder entgegengekommen ist. Ne? Ich hatte immer mal wieder mit Menschen zu tun. Ich selber hatte nie irgendein Thema damit. Fand das auch eher gruselig, mir vorzustellen, dass da Stimmen sind, die ich nicht blockieren kann, wo ich nicht sagen kann: Hier, Apopanthos Kakodaimonos, haut ab, ihr schlechten Dämonen, also Daimonen. Ja, also böse Energien und Kräfte. Und ich habe mich mit vielen unterhalten. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass denen eine gewisse Erdung gefehlt hat. Das sind nur meine Beobachtungen. Ich bin kein Arzt und ich bin auch kein, ja, ich will nur damit sagen, was sind meine Beobachtungen und was nehme ich an? Welche Ideen habe ich zu der Thematik? Und mir ist oft aufgefallen, dass die entweder gar keine Beziehung hatten zu dem positiv-göttlichen, zu den guten Göttern, oder aber sie hatten einen Hang zu allem möglichen esoterischen Kram. Also es war immer so, entweder das eine Extrem oder das andere. Entweder waren das so Crowley-Leute, die sich so mit Crowley und mit eher so diesen auch den düsteren Sachen beschäftigt haben und auch mit Chaosmagie und auch vieles so durcheinander praktiziert, an die keine Ordnung hatten, keine Struktur hatten, die sehr strukturlos waren. Oder aber die dann so völlig von den Göttern verlassen waren. Ja, die einfach nur so über sehr weltliche Dinge geredet haben und dann meistens in einem sehr wirren Kontext. So, alles sehr wirr und von einem zum nächsten gesprungen und nirgendwo mal innegehalten. Denen fehlte eine Ruhe, was mir aufgefallen ist. Ihnen fehlte eine Erdung und ihnen fehlte Struktur. Ja, um es mit meinen Worten zu sagen, ihnen fehlte Zeus. So, als ordnendes Prinzip im Kosmos. So, und ich habe dann tatsächlich mal mit einem Menschen, der eben auch eine sehr starke Schizophrenie hatte, ich habe mir dann überlegt, ich versuche dem jetzt mal zu helfen. Ich versuche mal irgendwie einen Zugang zu finden. Also habe ich erstmal alles das, was er gesagt hat, was die meisten Leute als Schwachsinn abgetan haben, habe ich dann erstmal so angenommen. Habe gesagt, ah ja, ist ja interessant, okay. Ne? Also von wegen, ja, und dann kommen aus den Erdspalten, kommen dann so Energiefäden und ah, jetzt habe ich mich schon wieder verheddert da drin. Ne? Das sind so Sachen, wo ich dann gesagt habe, ja, okay. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, machst du Sport? Nee. Ich habe fast keinen einzigen Schizophrenen getroffen, also eigentlich habe ich keinen getroffen, um es genau zu sagen, wo man sagen hätte können, der macht Ausdauersport, der macht irgendetwas, was sehr körperlich sehr anstrengend ist. Die waren alle nicht arbeitsfähig, die haben alle nicht hart gearbeitet, die haben alle keinen Ausdauersport gemacht oder irgendwas, was wirklich den Körper beansprucht. Das ist mir als erstes aufgefallen. Viele von denen hatten keine regelmäßigen Strukturen mit, ich stehe morgens um 8 auf und mache dann mein Tageswerk, sondern die sind irgendwann aufgestanden, sind irgendwann eingeschlafen, haben vielleicht zwischendurch auch noch Alkohol getrunken, irgendwelche Drogen genommen, schlechte Gewohnheiten gehabt, sich schlecht ernährt. Das war das, was ich bei allen irgendwie mehr oder weniger beobachten konnte.
Also da war alles so in einem Durcheinander. Und ich habe dann versucht, bei einem so eine Struktur reinzubringen. Es war unglaublich schwierig, zu dem überhaupt einen Zugang zu finden, weil er dann irgendwelche Ausreden hatte, dass er das jetzt nicht machen kann, weil das passt nicht, ich kann hier nicht durchgehen, da ist eine energetische Barriere. Oder dann haben andere gesagt, nee, ich muss jetzt los, ich habe noch was zu tun oder was auch immer. Ich habe dann aber tatsächlich, zu der Zeit habe ich sehr viel Freeletics gemacht. Das sind so ja, Körper ohne Gewichte trainieren, ja, Liegestütze, Klimmzüge, Squats und so weiter, ne? Und dann habe ich den einfach mal mitgenommen und gesagt, wir machen das jetzt. Und dann habe ich den genötigt, das zu machen. Ja? Und habe gesagt, du musst das jetzt machen. Deine Stimmen haben das befohlen. Ich habe die jetzt gehört. Ich habe dann das Experiment gemacht und den dazu genötigt, mit mir Freeletics zu machen. Der Typ, ich habe den so ans Limit gebracht körperlich. Der Typ war nach dieser sportlichen Einheit vollkommen normal im Kopf. Und das hat mir einen ersten Hinweis darauf gegeben, was da überhaupt los ist. Und dann habe ich ihm gesagt, so pass mal auf, du besorgst jetzt mal schön Kurkuma und nimmst mal eine Zeit lang CBD oder du rauchst eben THC, um deine BC1-Rezeptoren zu blockieren, ja, die nämlich auch bestimmte Sachen machen und so weiter. Dann habe ich ihm noch ein paar andere Sachen gesagt, die er machen soll und ich habe bei ihm gemerkt, dass sich etwas verändert. Ich will nicht sagen, ich habe ihn geheilt, aber er war auf einem sehr guten Weg. Ich konnte den aber leider nicht weiter betreuen, weil das war erstens nicht meine Aufgabe und zweitens war es zu anstrengend. Aber ich habe Erfolge gesehen. Und das zeigt mir, es hat mir dann auch durch meine experimentellen Sachen, die ich da ausprobiert habe an ihm, hat mir das eins gezeigt, dass es für Schizophrenie eine Lösung gibt und dass da eben ein Mangel an Struktur vorhanden ist, dass diese Menschen in einem Art Chaos sich befinden. Und oft die Stimmen, die ihnen irgendwas suggerieren, sie suggerieren ihnen ja immer negative Sachen. Ja, bei schizophrenen Leuten, das sind ja keine positiven Sachen. Das sind ja keine Stimmen, die sagen, mach mehr Sport, ernähr dich gesünder oder ähnliches. Das sind ja eher immer genau ins Gegenteil, die das ja eher noch verstärken, ne, die Problematik, die sie dann wahrscheinlich haben. Ja. Genau, das dazu. Und ich denke tatsächlich, Schizophrenie kann geheilt werden, weil ich diesen Weg gesehen habe. Ich habe gesehen, wie er Momente hatte, wo er plötzlich wieder vollkommen normal war. Und das hatte dann für mich eben einen Mangel an Erde. Ne? Die Beziehung zu Gaia hat da gefehlt. Er war irgendwo in irgendwelchen geistigen Welten Gefangener, in irgendwelchen konstruierten Welten, die total fraktal auch waren. So hat er das zumindest auch beschrieben. Und da war keine kosmische Ordnung, kein Bezug zu Gaia, zur Erde, zu diesen handfesten Dingen. Ja. Und das sehe ich da drin. Das heißt also, ich für meinen Teil, ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Ja? Und ich weiß auch, dass wenn Menschen unter irgendwelchen psychosomatischen Problemen leiden, dass man da selber häufig auch nicht alleine rauskommt oder denkt, dass man nicht alleine rauskommt. Ich will damit auch nur noch mal eine Hoffnung schaffen für diejenigen, die unter diesen Dingen vielleicht leiden, ja? Und Ansätze geben. Auch für Menschen, die mit den Betroffenen zu tun haben. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch weiter über bestimmte Krankheitsbilder reden sollten oder müssen. Ich denke nicht, weil ich finde, es wiederholt sich auch insofern, dass es immer um einen Mangel geht. Es geht um einen Mangel von Ordnung und es geht um ein zu viel von Chaos oder Destruktivität. Ja, es geht um destruktive Energien, die auf die Seele einwirken, einengende Systematiken oder bedrängende, also aggressive, was auch immer. Es ist irgendwas von außen, was auf jeden Fall auf die Seele eindrückt und dann eben etwas verursacht, was dann von innen heraus sich dann körperlich bemerkbar macht, in Form von, ich bin antriebslos, ich bin verwirrt oder was auch immer, ne? Oder Zwänge, ne? Das Kontrollempfinden macht sich dann darüber irgendwie bemerkbar. Aber was ich nochmal anmerken möchte, ich glaube, ein ganz starker Punkt für psychische Erkrankungen ist auch einfach die mangelnde Liebe. Ne? Einmal die Selbstliebe, als auch die man in der Kindheit erfahren hat. Wenn man schon in ein toxisches System reingeboren wird, wo man immer emotional vernachlässigt wurde und keine richtige Liebe, keine richtige Rückenstärkung bekommen hat, keine richtige echte Förderung, darüber sind viele psychosomatische Erkrankungen dann entstanden, denke ich.
Das ist, glaube ich, so mein Ansatz, wo ich das halt so sehe. Ne? Da fängt es immer an. Ne? So. Und ich glaube, da müssen wir ganz viel lernen, wieder liebevoller mit uns selbst umzugehen und auch zu fühlen, was tut mir gut und was bringt mir eine gute Struktur zum Beispiel. Ne? Es gibt ja Menschen, die brauchen von außen eine Struktur, die so ein bisschen vorgegeben wird. Und es gibt Menschen, die müssen sich ihre eigene Struktur erschaffen. So. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir sind eben nicht alle gleich. Ne? Wir haben ein System, was uns alle gleich machen soll. Nicht jeder soll in diesem System gleich funktionieren. Und das macht uns eben krank, weil wir halt unterschiedlich sind. Es gibt eben verschiedene Charaktere und jeder muss für sich den richtigen Weg finden. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Wir sind eben auch unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben nicht alle die gleichen Bedürfnisse. Wir haben nicht alle die gleichen Charaktereigenschaften, die gleichen Talente, die gleichen Möglichkeiten kognitiv. Ne? Und das ist auch gut so, ne? Weil jeder hat sein eigenes Potenzial und jeder muss einfach lernen, für sich das Potenzial zu entfalten, was das Richtige ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel, da wieder rauszukommen. Statt immer dieses, alle müssen das Gleiche machen und diesem System sich anpassen, eher zu gucken, wo finde ich da für mich meinen Weg, mich da frei zu entfalten drin. So. Das würde ich so unterstreichen, auf jeden Fall. Ja, also von der verpuppten Raupe zum Schmetterling. Ja. Das mal als Sinnbild zu sehen, auch, dass man eben auch die Zeit, in der man jetzt leidet, noch unter bestimmten Zwängen oder Systematiken, das auch als Zeit der Verpuppung zu sehen und sich selber auch die Ruhe zu nehmen und zu sagen, manchmal braucht das eben auch Zeit, bis ich mich befreien kann aus bestimmten negativen Strukturen, bis ich mich vielleicht von einem toxischen Partner lösen kann, bis ich vielleicht meinen Job aufgeben kann, der mich krank macht, bis ich vielleicht, ne, und so weiter. Wichtig ist nur, dass man es nicht... Die Kindheit aufarbeiten, genau. Den Missbrauch aufarbeiten. Was auch wichtig immer. Ist nur, dass man sich überhaupt auf den Weg macht. Genau. Ne? Und das nicht immer nur vor sich her schiebt und dann merkst du irgendwann, oh, jetzt bin ich schon, was weiß ich, 50 oder 60 oder wie auch immer und habe immer noch nicht an mir gearbeitet, habe das immer nur vor mir hergeschoben, sondern dass man in seinem Tempo schon dran arbeitet und sich auch schon bewusst macht, wie geht es mir, wie fühle ich mich und da würde ich jetzt vielleicht schon mal in die Richtung gehen, was gibt es für Möglichkeiten, ja, um auch das zu erkennen. Ich habe eine ganz tolle Möglichkeit erkannt. Und zwar, der Körper ist ja auch ein Kompass der Seele, in dem Sinne, dass der Körper manchmal anzeigt, was die Seele für ein Thema gerade hat. Ja. Und es gibt viele Krankheiten und vielleicht sind sogar alle Krankheiten Ursprung durch Disharmonien in der Seele, selbst wenn sich einer ein Bein bricht. Ja, also zum Beispiel, da sagt man, ja, gut, okay, verstehe, wenn jemand immer Magenschmerzen hat und weil er sich immer aufregt, da kann ich ja nachvollziehen, dass das so durch die Psyche kommt. Aber wie ist das jetzt mit jemandem, der sich ein Bein bricht? Ganz einfach, weil er hat sich das Bein gebrochen, weil er unachtsam war. Unachtsam war er nur, weil er seelisch in Disharmonie war. Und das ist eben so der Punkt, wenn man dann versteht, dass eigentlich alle Krankheiten, auch die physischen Krankheiten gerade die, nur eine Symptomatik sind der Seele, ein Ausdruck der Seele zu zeigen, hier stimmt gerade was ganz gewaltig nicht. Ja. Und jetzt würden wahrscheinlich auch wieder Leute einwenden, ja, was ist denn mit Viren und Infektionskrankheiten? Auch das, da sage ich auch, es sind seelische Systematiken. Ob dein Immunsystem stark genug ist, irgendwas abzuwehren, was von außen reinkommen will. Ja, egal, wie wir das jetzt nennen wollen. Es ist immer am Ende, es ist immer, meiner Meinung nach, es ist immer auf die Disharmonie der Seele zurückzuführen, auf die Unterdrückung der Seele oder auf irgendwelche Einflüsse, was eben mit der Seele passiert, was nicht in Einklang mit der Natur ist. Ja? Weil die Natur ist der Ausdruck der göttlichen Ordnung. Und wenn ich mich von der göttlichen Ordnung abwende und damit auch von der Ordnung der Natur, dann wird meine Seele krank und dann wird auch irgendwann mein Körper krank. Das ist meine Erfahrung und davon bin ich fest von überzeugt. Und viele Krankheiten geben den Menschen ja auch eine Art Pause. Ne? Wenn jemand 2 Wochen wegen Grippe krank ist, holt der Körper sich vielleicht die Pause, die er mal brauchte. Mhm. Ne? So, das spielt auch noch ein bisschen mit rein, glaube ich. Deswegen werden so viele Leute krank im Urlaub. Genau, weil sie da auch zur Ruhe kommen und dann, statt dann Sightseeing und Action zu haben, will der Körper dann Ruhe haben. Genau, will sich mal wirklich ausruhen. Ja, das ist so das Erste. Und ich finde, wie gesagt, als Kompass, einfach mal zu schauen,
Wenn wir einen seelischen Schmerz fühlen in uns drin, wo fühle ich den denn? Habe ich hier im Nacken irgendwas? Habe ich Kopfschmerzen? Habe ich vielleicht in der Brust einen Druck? Habe ich Bauchweh? Oder habe ich Krämpfe in den Waden oder irgendwas? Was ja auch dann, also egal wo es ist, einfach mal in den Körper hineinfühlen und schauen, wo habe ich eine Blockade? Weil wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann ist das ein Symbol, dass da eine Energie nicht mehr richtig fließt. Dann zeigt mir das das. Also wo habe ich Schmerzen? Wo habe ich unangenehme Gefühle, ein Körpergefühl, was nicht richtig passt? Ja, vielleicht bin ich immer verkrampft durch Anspannung und dann habe ich Nackenschmerzen. Durch den Nackenschmerz kriege ich wieder Kopfschmerzen. Das heißt also, der Ursprung ist in dem Sinne dann wiederum, also die Ursache, um die Wurzel, um an der Wurzel anzusetzen, müssen wir zum Seelischen zurückkehren. Und da bringt es nicht einfach nur Kopfschmerztabletten einzuwerfen, um die Symptome zu bekämpfen. Ne? Und das ist eben dieser ganzheitliche Einsatz, der eben, sag ich mal, wieder zurück zu Gaia führt. Ne? Also zur Erde, zur Heilung, zur Natur. Und ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, ist auch dieses, wir reagieren auf Dinge gesamtgesellschaftlich, für die wir gar keine Lösung haben. Sei es nun diese Corona-Sache, sei es Krieg, sei es, was die Medien einem bescheiden mit negativen Sachen. Sei es manchmal auch noch irgendwelche negativen Energien, mit denen wir bescheid werden, Frequenzen, was auch immer. Da haben wir einfach gar keine Lösung für und unsere Lösung ist immer, dann mit so Symptomen darauf zu reagieren. Aber das macht uns ja noch schwächer, in Anführungsstrichen. Mhm. Deswegen diese Symptome würde ich das erstmal annehmen und zu gucken, was will das Symptom mir sagen, wie bei mir meine starken Schulterverspannungen. Ne? Mhm. Dieses, ich trage zu viel Last auf mir. Ne? So, als Beispiel jetzt nochmal. Und dann zu gucken, wie kann ich etwas für mich tun, um mir was Gutes zu tun. Ne? Statt nach dieser Lösungsmöglichkeit zu suchen für Situationen, auf die wir gar keinen Einfluss haben, eher zu gucken, was kann ich jetzt ganz akut machen in meinem Leben, um mir was Gutes zu tun. Sei es zu Hause mit Pflanzen irgendwie die Wohnung zu gestalten, sei es mal wieder zu renovieren, sei es sich was Schönes zu gönnen, was Gesundes zu kochen, ne? Da eher die Sachen drauf zu bringen. Statt auf dieses ganze Drama im Außen mehr zu gucken, wo kann ich Harmonie in meinem kleinen Umfeld erschaffen. So, das ist glaube ich auch eine ganz gute Lösungsmöglichkeit, um erstmal sich aus diesen Frequenzen rauszubewegen, ne? Ständig Bescheid zu werden mit Da gebe ich dir hundertprozentig recht und es ist auch vor allen Dingen erstmal gerade so, okay, wie fange ich jetzt an? Das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde zum Beispiel gar nicht mehr so irgendwelche Mainstream-Medien und überhaupt Medien, auch alternative Medien, diese ganze Horrorscheiße, diese Geisterbahn, von der ich in meiner letzten Folge gesprochen habe, da würde ich einfach mal aussteigen aus der Geisterbahn. Würde sagen, nee, ich fahre jetzt nicht noch eine Runde. Ich muss mir nicht schon wieder die Horrornachrichten reinziehen. Damit füttern also das einfach mal, ne? Damit füttern sich ja auch viele Menschen. Die werden ja wie abhängig davon, ne? Dieses ganze Negativkram sich anzugucken. Genau, und da spricht Eckhart Tolle und auch andere Autoren, auch, wie heißt er denn? Dr. Dispenza und so weiter, Joe Dispenza, die sprechen dann vom Schmerzkörper, der sich immer wieder bestätigen möchte, indem er immer wieder sich konfrontiert mit negativen Situationen, um dann sich zu fühlen. Ja, um sich wahrnehmen zu können. Also ich will Schmerzen haben, um meinen Körper fühlen zu können. Mhm. Ne? Und auch da fehlt wieder der Bezug zur Seele, weil die Person sich als Körper identifiziert und damit verbunden dann eben auch mit bestimmten Situationen identifiziert. Das heißt, wenn wir aufhören, uns mit Situationen zu identifizieren oder mit unserem Körper zu identifizieren, sondern mit unserer Seele, dann können wir mit Bewusstsein auf die Dinge schauen, um sie damit zu verändern. Ja? Um da auch einen Abstand von zu bekommen. Du bist nicht dein Schmerz. Du bist nicht krank. Das ist ja auch so ein Ding. Sie sind krank. Nee, tut mir leid, aber ich bin nicht krank. Ja, also das ist so, wenn jemand sagt, also alleine das schon, jemandem zu sagen, er sei krank, ist ganz furchtbar. Mir hat man es als Kind, da war ich anders ein bisschen und habe viele Dinge unkonventionell gesehen und gemacht. Und dann hieß es irgendwann, ich bin psychisch krank. Der Junge ist krank. Der ist doch verrückt. So, nee. Und das musste ich selber erst erkennen, dass ich nicht verrückt bin und krank. Ja gut, als Magier ist man vielleicht von Grund aus eben ein bisschen anders. Ja, und als, ne?
das Wort verrückt kann man ja noch mal wörtlich nehmen. Man ist einfach verrückt, in eine andere Richtung hingerückt, ja, ne, als die anderen. Und deswegen wird man anders wahrgenommen. Aber ich hatte dann eben als Kind auch öfter mal dann von irgendwelchen Verwandten mitbekommen, ja, der Alexander, der ist krank. Ja, und dann, wenn du das hörst als Kind, nimm das nicht so ernst, wenn der da irgendwas erzählt von irgendwelchen Fantasiewesen, die er sieht oder irgendwas. Ne? Ich hab die wahrgenommen. Ja? Ich habe nicht darunter gelitten, dass ich jetzt irgendwelche Wesen sehe. Wie gesagt, wie beim Schizophren, der dann irgendwas hört. Sondern es war für mich ein Spiel. Und die Erwachsenen waren so weit weg von der feinstofflichen Ebene um mich herum. Die waren so abgestumpft, dass sie das als krank wahrgenommen haben. Weil ich eben permanent davon gesprochen habe. Es war nicht so, dass ich nur gesagt habe, dass ich mal gesagt habe, ja, da ist ein Drache oder irgendwas, so was Kinder halt machen. Ich habe permanent von unsichtbaren Wesen geredet, von irgendwelchen Sachen und pass auf die Pflanze auf, damit du... Da ist was drin, da ist eine, und so weiter. Da habe ich halt immer so, ich war sehr sensibel und war immer sehr achtsam. Und dann bist du so achtsam, dass du Pflanzen und Tiere nicht verletzen willst, dass du weinst, wenn einer einen Ast abbricht. Da haben die gesagt, der ist krank, der weint, wenn ein Ast abgebrochen wird. Also das ist halt, daran sieht man eigentlich, dass die eigentlich krank waren und sind. Und das wird hier auch gerne mal umgedreht, diese Systematik. Ne? Das heißt also, dieses System dreht gerne Dinge auch mal um. Und sagt, das Narzisstische verdrehen. Ja, genau. Und so habe ich das dann irgendwann als Kind auch wahrgenommen. Und dann habe ich selber irgendwann, dann bin ich wohl krank. Ne? Und dann denkst du, wenn du anders bist, so wie die, dann bist du gesund. Und dann bin ich krank geworden. Mhm, genau. Also dann hatte ich wirklich irgendwann Krankheiten. Das geht ja ganz, ganz vielen dann so. Ne? Wenn man sich in diese komischen Strukturen mehr reinbegibt. Mir wurde als Kind dann gesagt, ich habe einfach zu viel Fantasie. Und da habe ich immer gesagt, nee, die haben einfach alle ihren Kontakt zur Fantasie verloren. Ich habe nicht zu viel, die haben zu wenig in Wirklichkeit. Ja. So, ne? So ähnliches Beispiel jetzt. Mhm. Ja, ja. Das ist, ich glaube, da unsere Zuschauer, die sind hier auf einem sehr richtigen Weg schon mal. Sonst würden sie auch meine Videos nicht schauen. Und würden die Videos auch nicht so toll finden. Und ich glaube, es gibt viele, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch solche Erlebnisse als Kind gemacht habt, wo man euch irgendwie als bekloppt oder so angesehen hat, würde mich mal interessieren, was es da so für Beispiele gibt. Ne? Schreibt einfach mal rein. Weil ich denke, es gibt vielen Menschen so, die ein anderes Bewusstsein haben, die vielleicht auch ein bisschen sensibler sind. Ne? Dass die dann eben schnell mal eben als krank abgestempelt werden. Oder einfach die individualistisch sind. Wie schnell werden individualistische Menschen als verrückt abgestempelt? Mhm. Der kann man nicht ernst nehmen. Der trägt rote Schuhe. Wie schlimm. Ja. Das Beispiel jetzt, ne? Nur so. Ja, es ist klar. Und wenn du nicht mit dem Narrativ schwimmst und nicht alles so unterstützt, was da drin... Ich finde es aber allerdings, muss ich eben auch sagen, auch in der alternativen Szene gibt es genauso diese destruktiven Systematiken. Nur mal so als Beispiel, um das nochmal mit reinzubringen, weil das, finde ich, ganz gut passt. Da gibt es dann das Narrativ, dass es die Linken gibt. Die finden dann zum Beispiel das ganz toll mit 72 Geschlechtern und finden das auch, also der Umgang mit bestimmten Themen finden sie ganz gut und toll, sagen auch ja und geht mal in eine gute Richtung. Dann gibt es auch ein paar Leute, die sagen, ja, wir möchten auch keine Tiere verletzen und so weiter, deswegen sind wir vegan. Und dann wird automatisch, weil ja dann von den Alternativen wahrgenommen wird, okay, wenn das Linke ist und das sind die bösen Satanisten, dann ist es ja gut, wenn ich weiterhin Fleisch esse, wenn ich gegen Homosexualität bin, wenn ich ganz krass Transgender ablehne und so weiter. Und das merke ich einfach, diese Tendenz. Und die finde ich genauso problematisch und auch schmerzhaft, wenn ich das mitbekomme, weil ich sehe, da auch da wurde wieder nicht selbst mit Bewusstsein da reingegangen. Es wird einfach nur wieder, das Gegenteil wird einfach nur übernommen, weil sie davon ausgehen, wenn links falsch ist, muss ja rechts alles richtig sein. Und da habe ich auch in einer meiner letzten Sendungen gesagt, die Leute, die denken, dass dann das Rechte das Gute ist, die haben das Prinzip von Teil und Herrsche nicht verstanden. Sechs Sätzen. So, ihr habt es nicht begriffen. Ganz einfach. Du bist nicht automatisch gut,
wenn du das eine oder das andere machst, sondern wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, die wohlwollend sind und die Kosmos erhalten sind. Die da, wenn du dich an die göttliche Ordnung anpasst, indem du dich an die Natur anpasst, ja, dann bist du gut im Sinne von ich bin kein Schädling oder ich bin kein fremdgesteuerter Automat mehr. Das meine ich damit. Aber deswegen, ich habe kein Problem damit, wenn Männer sich Nagellack auftun. Ich habe kein Problem damit, wenn Menschen einfach ihre Sexualität ausleben, wie auch immer, wenn alle Beteiligten einverstanden sind damit. Ja? Viele denken ja dann auch, ja, der Alex, der ist ja ein Aufklärer und so. Und neulich hast du gesagt, dass du, also ich finde Homosexualität blöd. Und ich dachte, du bist gegen LGBTQ. Und das ist so dieses Fehlverständnis, dass ich sage, nee, Leute, ich bin einfach nur sexuell. Ich sage nicht, dass ich hetero bin. Ich sage auch nicht, dass ich bi bin oder homosexuell. Ich bin einfach nur ein sexuelles Wesen. Und ich möchte meiner Sexualität einen Ausdruck verleihen, wie ich das mache, immer im Rahmen, dass alle Beteiligten einverstanden sind damit. Und der Rest ist vollkommen irrelevant. Genau, so soll es ja auch normal sein, normalerweise. Ja. Ne? So, es ja. spielt auch gar keine Rolle, ne? Wer wen liebt und wer mit wem Sex hat und ähnliches. Solange eben alle Beteiligten damit einverstanden sind, soll auch jeder sich frei entfalten, wie er möchte. So, ich bin ja selber ein schwuler Mann, so als Beispiel, aber ich kann mit diesem LGBTQ-Kram ja selber nicht viel anfangen. Ne? Weil das, da geht es mehr für mich darum, die wollen was Besonderes sein, statt so normal wie alle anderen. Weißt du, wie ich das aber meine? Ich habe auch nichts gegen, wenn einer sagt, ich identifiziere mich als sonst irgendwas. So, deswegen sage ich ja als Magier, ich verurteile nur die Systematik dahinter. Das systematische Verwirren von Menschen, das verurteile ich. Von Menschen, die eigentlich eine Richtung suchen, Identität suchen, sich erfahren wollen, sich entdecken wollen. Und dann bekommen sie ein Angebot, sage ich mal, was ihnen fast schon aufgezwungen wird, aufgedrängt wird, was sie eher verwirrt, als dass sie wirklich irgendwo sich selber finden können. Ich finde es gut, wenn es Angebote gibt. Und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn einer sagt, ich identifiziere mich als Einhorn. Ich bin der Letzte, der irgendein Problem damit hat. Weil solange er niemanden damit schadet, ist mir das doch völlig egal, ob der sagt, ich bin ein Fuchs. Da gab es ja auch so Ausschnitte aus so einer Sendung, wo dann so ein Mädel gesagt hat, dass sie ein Fuchs ist. Und wenn sie dieses Spiel, was sie da spielt, bewusst tut, und weiß, dass sie kein Fuchs ist, aber sie fühlt sich seelisch als Fuchs, finde ich das überhaupt nicht problematisch. Problematisch ist dann... Wenn es ihr gut tut, vor allem. Ja, richtig. Wenn man sagen kann, dass das tut ihr gut, dann soll sie doch machen, was sie möchte. So. Richtig. Solange sie sich dann verkleidet wie ein Fuchs und so weiter. Dass jeder ein Fuchs ist jetzt. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Und das finde ich halt auch irgendwie blöd, wenn Leute das verurteilen. Ja? Wenn jemand sich so fühlt. Wenn er niemand anderen damit schadet, finde ich das überhaupt nicht problematisch. So. Und ich finde nur die Systematik dahinter blöd. So, wie das Ganze uns. Aber auch da spiegelt sich ja wieder dieses kranke System drin, was uns krank macht. Es ist mal dieses Polaristische. Ne? Ja. Entweder bist du das eine oder du bist das andere. Ne? Immer diese Gegensätze, mal eine gesunde Mitte dazwischen. Das ist immer ganz schwierig in unserem System. Ich sag ja auch, ich bin ein Panther. So. Ja, aber ich weiß, dass ich eben nicht das Tier bin und durch den Wald laufe und da jetzt irgendwelche anderen, kleineren Tiere reißen muss, sondern ich bin ein Panther in einem spirituellen Sinne. Als Tierwesen sehe ich mich als Panther. Und das ist halt was völlig anderes. Wie gesagt, mit Bewusstsein da drin und auch das im Spiel und so weiter. Und ich kenne es auch mit meiner Partnerin, ja, dass wir, weil wir Tiere auch so lieben. Ich habe auch mein Kuscheltier, ich habe so ein Krokodil und solche Sachen halt. Und manchmal bewege ich mich auch wie ein Tier oder das ist halt einfach so und dann spielt man halt so, ja. Und dann, oder dann komme ich so angelaufen wie so ein Gorilla auf dem Bett und mache dann so Geräusche oder klopft mich dann so ab und so. Es ist halt ein Spiel, es macht mir Spaß, es macht mir Freude und ich habe auch im magischen Kontext, habe ich mich schon in Tiere hineinversetzt und habe die imitiert. Und das ist ganz interessant, wenn wir da in die Magie schauen, das gab es in der Antike auch. Da haben sich erwachsene Männer wie Frösche im Kreis hüpfend über eine Wiese bewegt. Warum? Weil die eine gewisse Gnosis erlangen wollten. Ja, die waren nicht bescheuert und die waren auch nicht irgendwie kindisch, sondern sie haben einfach in ihrem Spiel, verbunden mit einer spirituellen Ausrichtung, Erfahrungen gesammelt.
Und das finde ich nicht bescheuert oder verrückt oder blödsinnig, sondern das kann auch die Seele, um wieder zurück den Bogen zurückzukriegen, kann der Seele eben auch gut tun, einfach mal Dinge auszuleben, weil diese Zwänge, diese Krämpfe, ich darf kein Kind mehr sein, ich muss erwachsen sein. Nein, du darfst auf einen Baum klettern. Du darfst auch mit Lego spielen, wenn du dazu Lust hast, auch wenn du schon 42 bist. Ja, ich finde das auch geil. Ich finde das entspannend, da irgendwelche Legosteine zusammenzusetzen oder irgendwas zusammen. Wo ist denn das Problem? So. Und mein Lieblingsspruch, wenn es um Magie, also wenn es um Magie geht, ist ja, das innere Kind will spielen. Also lasst es spielen. Ne? Seid albern, seid spielerisch dabei. Und auch wenn es ums Thema Heilung geht, ne? Sowohl beim Thema Magie als auch beim Thema Heilung, das innere Kind ist immer ganz wichtig. Ne? Das ist immer ein großer Schlüssel, wenn es um Wohlergehen geht, als auch wenn es um erfolgreiche Magie geht. Ne? Für mich jedenfalls. Ne? Ja, total. Und wenn wir mal ganz kurz auf die Antike schauen, es gibt ja auch in der Antike Kindgötter, also kindliche Götter. Ja? Da fällt mir jetzt sofort zum Beispiel der Plutos ein. Plutos wird häufig eben als Kindaspekt von Pluton gesehen oder von Hades, je nachdem, und ist eben für Wohlstand zuständig. Damit ist nicht immer unbedingt nur Reichtum gemeint und Erdschätze, sondern allgemeiner Wohlstand. Und wenn die Seele durch das Kindsein erlangt die Seele wirklichen Reichtum und wirklichen Wohlstand, weil sie dadurch nämlich erst gesättigt wird. Das ist für mich auch das Sinnbild, was hinter Plutos steht. Es geht nicht nur um materielle Reichtümer. Klar, dann kannst du dir schöne Sachen kaufen oder kannst viel machen. Wer viel Geld hat, kann viel machen, ganz einfach. Deswegen sagt man auch, Menschen, die Geld haben, haben Macht, weil sie eben viel machen können. Ja, als mehr als andere vielleicht. Sich kreativ ausleben. So. Aber sind sie glücklicher deswegen? Meistens ja nicht. Ne? Das ist wieder so ein Vorurteil, finde ich. Du kannst reich sein und unglücklich oder arm sein und unglücklich. Mhm. Glück liegt nicht, ich würde nicht das abhängig machen von wie viel oder wie wenig Geld ich habe, sondern mein Umgang damit. Also wie gehe ich mit einer Situation um? Genau. Bin ich dankbar dafür, dass ich nur wenig zu essen habe und nur eine Pappe als Dach? Bin ich dafür dankbar? Oder bin ich ständig unzufrieden? Und du kannst als Armer kannst du immer unzufrieden sein. Du kannst aber auch als Reicher immer unzufrieden sein. Du kannst als Armer glücklich sein mit deiner kleinen Pappe über dem Kopf und deinem kleinen Brot, was du dann da hast. Du kannst aber auch als Reicher vollkommen glücklich und zufrieden sein. Deswegen, also das liegt nicht daran, ob du reich oder arm bist. Ne? Und das Wort Wohlstand kommt ja eigentlich auch eher davon, dass man wohl, also gut im Leben steht. Das ist gar nicht impliziert mit, man hat viel Geld, sondern dass man einfach einen guten Stand im Leben hat, wo ja viele Sachen zugehören. Ne? Mhm. Gute Beziehungen, eine materielle Grundlage, eine gute Verbindung zur Natur, eine gute Verbindung zum Göttlichen und Ähnlichem. Mhm. Das sind alles Sachen, die da ja reinspielen. Das sind auch alles Sachen, die fürs Wohlergehen und Wohlbefinden wichtig sind. Ne? Mhm. Die auch alle wieder Schlüssel zu einer Heilung sind. Ne? Also Wohlstand, gut im Leben stehen, hat auch immer viel mit Wohlergehen und Wohlbefinden zu tun. Mhm. Und wenn man da eine Disharmonie hat, muss man gucken, wie bringt man das wieder ins Gleichgewicht rein. Mhm. So. Genau, und jetzt wären wir schon bei den Lösungen. Also, was gibt es für Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten verwendest du, um, sag ich mal, deine Seele wieder in Harmonie zu bringen, ja, sie wieder einzuwiegen? Wir haben ja erstmal darüber gesprochen, dass man schon mal auch auf seinen Körper hören kann, weil das ein guter Kompass ist, um zu schauen, wo habe ich denn ein Problem? Und dann kann man schauen, was kann ich machen, damit es mir wieder besser geht? Was verlangt denn jetzt gerade die Situation, dass ich mich wieder wohlfühle? Ne? Möchte ich ein bisschen Ruhe haben? Oder will ich mal wieder schwimmen gehen? Oder brauche ich Wald? Oder will ich ein Ritual machen? Oder was auch immer? Ne? Oder muss ich einfach mal wieder auf der Erde liegen, auf dem Erdboden? Also einfach mal in sich reinfühlen, was brauche ich jetzt gerade? Das ist schon mal der erste Punkt. Erstmal fühlen, wo meldet sich meine Seele körperlich, wo drückt sie sich körperlich aus? Und dann versuchen, wie kann ich das jetzt heilen, indem ich auch an die Wurzel gehe? Und da finde ich ganz wichtig, bevor du darüber reden kannst, würde ich noch sagen, da finde ich noch wichtig, wir können, und das finde ich auch gut, dass diesen ganzen Prozess mit der Kraft von Heilpflanzen unterstützen. Das heißt, okay,
ich habe vielleicht Kopfschmerzen. Ich weiß, dass die durch Verspannungen kommen, weil ich seelisch angespannt bin, weil ich mich unter Druck fühle und deswegen häufig mein Körper dann eben sich anspannt und ich dadurch Nackenschmerzen kriege und das wird zu Kopfschmerzen. Das heißt, ich kann da erstmal mit Heilpflanzen arbeiten, dass ich sage, okay, ich massiere mich jetzt mal mit Calendula eine Zeit lang hier im Nacken oder mit irgendwas anderem, was so ein bisschen auflockert. Und dann nehme ich vielleicht ein bisschen Ackerschachtelhalm, um eben die Schmerzen zu regulieren im Kopf, ne, diese Kopfschmerzen und auch die Nackenschmerzen zu regulieren, wegen der Salicylsäure, die ja ähnlich wirkt wie Aspirin, nur eben auf völlig natürliche Art und Weise. Und dann muss ich aber, um an die Wurzel des Ganzen zu gehen, muss ich etwas Seelisches verändern in meinem Leben. Ne? So, das sind so meine Ansätze jetzt erstmal, so, was ich so grundlegend als Gerüst so sehen würde. Jetzt kommen wir zu den Details. Wie gehst du damit um oder was machst du? Also bei mir ist erstmal ganz wichtig, viel Kontakt zur Natur. Also so viel wie möglich in der Natur bin und in der Natur vor allem Bewegung habe. Also bei mir ist es halt so, durch diese PTBS habe ich viele Verspannungen, ne? Und ich muss mich deswegen immer viel bewegen. Und das mache ich eben gerade in der Natur. Also ich viel spazieren gehe, viel draußen bin, immer in Bewegung bin. Das ist bei mir ganz wichtig. Dann bei den Muskelverspannungen, die ich so habe, nehme ich halt viel eine Mischung aus Rosmarinöl und Lavendelöl, was bei mir ganz gut hilft, um da ein bisschen gegenzugehen. Ich massiere mich dann damit, um dann quasi die Verspannung wieder aufzulockern. Mhm. Und auch da ist das Spazierengehen wieder wichtig. Also ich merke dann, an Tagen, wo ich da nicht so gut zugekommen bin oder weniger zugekommen bin, sind die Verspannungen dadurch wieder schlechter. Also auch da gehe ich dann nochmal spazieren. Auch wenn ich schon mal spazieren war, ich gehe dann nochmal spazieren, um gegen die Verspannungen gegenzugehen quasi. Dann medizinische Passionsblume hat mir ganz gut geholfen, wenn ich die einnehme. Olibanumöl hat mir auch ganz gut geholfen. Generell ätherische Öle, da arbeite ich ganz viel mit Lavendelöl, mit Olibanumöl, mit Rosengeranienöl. Ne? Alle Sachen, die halt so eine Entspannung für den Geist und für die Emotionen halt so bringen. Da fahre ich so ganz gut mit. Und eben, dass ich meditiere, dass ich halt mich mit dem Göttlichen verbinde. Und dass ich aber auch ein Gefühl dafür kriege, wann ist es zu viel wieder. Ne? Also früher konnte ich, also vor 2020, bevor diese PTBS-Symptome so stark hochgekommen sind, konnte ich nach der Arbeit, ich habe 12 Stunden gearbeitet teilweise, also im Pflegekram, konnte ich nach diesen 12-Stunden-Schichten im Garten noch eine Stunde Ritual machen und war trotzdem nicht erschöpft. Mhm. Ja, im Moment arbeite ich krankheitsbedingt nicht und trotzdem fehlt mir oft die Energie, große Rituale zu machen. Ja, dann mache ich eben Kleinigkeiten, ja, dann mache ich eben viele Kleinigkeiten. Und wenn ich dann die Energie übrig habe, mache ich dann auch wieder ein großes Ritual, dann aber ganz bewusst. Ne? So, da auch ein bisschen drauf zu hören. Ne? Gerade sind die Einschränkungen einfach da, ich muss sie akzeptieren, so ein bisschen. Ich muss aber gucken, wie kriege ich trotzdem eine möglichst gute Lebensqualität für mich zustande. Und das ist für mich einfach das Wichtige, da auch ein bisschen drauf zu hören, auch das Gleichgewicht zu hören. Ne? Dass ich auch mal sage, Rückzug tut mir eine Zeit lang ganz gut, aber dann auch wieder in die Kommunikation gehen und ja Sozialkontakte haben. Und wenn ich dann merke, das kippt wieder so ein bisschen in Richtung PTBS-Symptome, dann ziehe ich mich wieder ein bisschen mehr zurück. Aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Nicht, dass ich mich da ganz isoliere als Beispiel. Ich muss immer ein bisschen aufs Gleichgewicht achten. Was tut mir situationsabhängig gerade gut? Und da muss man echt, glaube ich, ein bisschen Gefühl für kriegen und dann auch danach handeln. Ich glaube, was eine ist, erstmal ein Gefühl dafür zu haben, was tut einem selbst gut und dann aber auch danach zu handeln. Das ist auch nochmal so eine Sache, wo viele, glaube ich, Probleme mit haben. Ne, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, da auch danach zu handeln. Ne, und zu sagen, eine Situation tut mir überhaupt nicht gut und ich stelle die jetzt ab. Ne, wie zum Beispiel der Kontakt zu irgendwelchen toxischen Menschen. Ne, da kann man auch wirklich sagen, ich mache da einen Cut und umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Wo man sich gegenseitig gut tut vor allem. Ne, das sind so meine Tipps. Und eben auch ruhig individualistisch zu sein. Das zu machen, was einem Spaß macht. Was einem Freude bringt. Und scheißegal, was andere Menschen darüber denken. Ne? So, das ist doch eh egal. So sehe ich das halt. Ja, sehr schön. Ich habe ähnliche Ansätze auf jeden Fall. Ich praktiziere eine Form, die ich persönlich als stoischen Hellenismus bezeichne. Und da dieses Stoische bezieht sich auf eine gewisse antike Philosophie, nämlich die Stoa. Und das hat mir sehr viel geholfen, mit bestimmten Situationen nachhaltig besser umgehen zu können. Ja, und eine Grundlage davon ist eben, wir müssen uns bewusst machen, dass wir nicht jede Situation verändern können. Wir können auch nicht jede Situation verlassen, sondern wir müssen manchmal Situationen akzeptieren. Also du hast immer die Möglichkeiten, kannst du die Situation nicht verändern,
Dann kannst du sie verlassen. Wenn du sie auch nicht verlassen kannst, dann musst du sie akzeptieren. Alles andere führt nur dazu, zu Widerstand. Und Widerstand erzeugt immer Leid. Ne? Dauerhafter Widerstand führt zu Blockaden energetischen und dann eben auch irgendwann zu physischen Krankheiten. Das heißt, dieser Widerstand ist eigentlich diese Ursache, dieses Innere, sich gegen irgendwie so einen Stau aufbauen. Diese energetischen Staus, die man aufbaut durch diesen Widerstand, dadurch entstehen meiner Meinung nach, nur meiner Meinung nach, durch die Seele physische Krankheiten. Und die kosten ja auch wieder viel Kraft. Und die kosten dann viel Kraft. Und wenn man anfängt, das ist für mich die Wurzel, ne, dass man sagt, es ist hier keine Symptombehandlung, sondern da muss ich eigentlich ansetzen, da ist die Wurzel. Und dann kann man eben auch reflektieren, wo gibt es Momente, wo ich mit mir selbst im Widerstand bin? Und wo fühle ich dann diesen Druck? Wo fühle ich diesen Widerstand? Und viele sagen dann, ah, hier in der Mitte der Brust, da kriege ich dann so Beklemmungen oder dann im Rücken, in den Schultern oder dann kriege ich Magenschmerzen im Bauch oder irgendwas. Und da dann wirklich lernen, da mehr drauf zu achten, mit Bewusstsein da reinzugehen und auch zu fragen, wer leidet denn hier eigentlich gerade? Wer leidet hier gerade? Und damit meine ich, ist es vielleicht eine Verletzung aus der Vergangenheit, Thema Traumata? Leidet hier vielleicht gerade das innere Kind? Leidet vielleicht hier gerade der Ehemann oder die Ehefrau? Leidet hier gerade vielleicht die Arbeitsdrohne? Ja, also der Sklave in mir, der hier alles macht, was die BRD verlangt. Wer ist das hier, der hier gerade leidet? Das ist dann erstmal dieses Verorten auch. Ne? Und dann eben in Bezug mit auf, wo fühle ich diesen Druck? Dann kann man da mit Bewusstsein reingehen und diese Fragen sich einfach selber stellen. Und dann kann man entgegenwirken, indem man versucht, da eine Auflockerung reinzubringen. Ja, nehmen wir mal an, ich habe ein Traumata aufgrund meiner Kindheit. Irgendwer wird laut oder redet mit mir auf eine Art und Weise, was mich unbewusst daran erinnert, wie mein Stiefvater mit mir umgegangen ist. In dem Moment, durch den Trigger, werde ich wieder versetzt in meine Kindheitssituation und werde wieder zu dem Kind, was ich damals war, und fange entweder an zu weinen, fühle mich verängstigt, bin erschrocken, möchte vielleicht fliehen oder aber, weil ich ja weiß rational, dass ich jetzt erwachsen bin, reagiere ich trotzig und sage, nein, ich lasse mich nicht mehr unterdrücken. Und damit ist gar nicht die Person gemeint, die vor mir steht, der Mensch, der vor mir steht, sondern eigentlich spreche ich in dem Moment stellvertretend mit meinem Stiefvater und merke es nicht, dass ich dann überreagiere. Und diese Überreaktionen sind eben die Reaktion auf diese Trigger. Und dann fragt der andere, boah, krass, wieso bist du gerade so abgegangen? Und wenn der andere ein Bewusstsein dafür erlangt hat, sagt er, es tut mir leid, ich war getriggert. Das ist diese Symptomatik, das System, was dahinter steht. Und durch Bewusstsein und bewusstes Fühlen, Wahrnehmen und so weiter und Fragen, sich selber Fragen stellen, deswegen auch meine stoische Selbstreflexion, wenn ich abends im Bett liege, dann frage ich mich, warum bin ich heute so ausgerastet bei so einer Kleinigkeit? Oder warum habe ich mich so und so verhalten? Ja? Und durch das Reflektieren schaffst du Bewusstsein. Und durch das Bewusstsein schaffst du die Möglichkeit, anders mit den Situationen umzugehen. Und zwar Schritt für Schritt. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich merke, wie es mit jedem Mal besser wird. Und das ist das Entscheidende. Deswegen sage ich, es ist ja auch ein Heilungsprozess. Ne? Es ist eben Schritt für Schritt und es geht in so einen Prozess rein. So. Ja. Und so wie du es beschreibst, so geht es mit dem Trigger ja auch. Ne? Ich merke, ich bin angetriggert worden, ich habe dann emotional darauf reagiert und beim nächsten Mal probiere ich es dann anders zu machen. Ne? Mhm. So wenn die in so eine Triggersituation kommt. Dann ein bisschen bewusst damit zu sein. Aber trotzdem auch nicht drüber hinwegzugehen. Ne? Weil ich glaube, dieser Schmerz, der da angetrieben wird, der ist auch wichtig, dass man das auch ein bisschen fühlt. Ja, wahrnehmen. Ja? Ne? Also genau, ganz wichtig, reingehen, den wahrnehmen, zu sagen, okay, der ist da, ich nehme dich wahr, Schmerz. Du bist da, ich weiß, dass du da bist und ich fühle dich auch und es ist unangenehm, aber sich nicht darin verlieren, das ist das Entscheidende. Ne? Sich nicht damit zu identifizieren. Und ich glaube auch, viele Menschen, die sich mit Spiritualität oder Magie beschäftigen, haben immer an sich so diesen Anspruch, mir muss es immer gut gehen. Ne? Und das ist ja auch schon so ein Irrglaube irgendwie. Auch wieder ein Zwang. Wir haben alle unsere Baustellen, wir haben alle unsere Themen, das hat eben jeder Mensch und wir sind ja genauso wie andere Menschen auch. Ne? Mhm. Und diese magischen Sachen sind vielleicht auch für uns nochmal Sachen, um damit anders umzugehen. Aber wir haben ja trotzdem die Baustellen. Wir sind deswegen ja keine Götter, die hier inkarniert sind, die
ohne Baustellen hier auf der Welt sind, sondern wir sind ja auch gerade hier, um diese Sachen zu bearbeiten. Das ist ja ein Teil unserer Geschichte und auch kollektiv. Ich glaube, wir sind alle gerade in so einem Heilungsprozess drin und die meisten Menschen merken das gar nicht so. Ne? Ich glaube, dieses Thema Heilung und in die Heilung reinkommen, ist kollektiv gerade ein ganz wichtiges Feld. Nicht nur bei jedem individuell, sondern auch kollektiv. Und jeder, der es für sich macht, macht die Welt auch wieder ein Stückchen heiler. Definitiv. Weil du ja dann auch andere nicht mehr in deine Dramen mit involvierst. Genau. Ne? Weil dein Trigger und dein Traumata wird auch zum Drama für dein Gegenüber. Und im schlimmsten Falle schaffst du damit neue Traumata. Bei dem anderen nämlich. Oder auch bei dir selbst. Indem du vielleicht zu krass überreagierst. Das ist so wie, der Sohn wird von seinem Vater geschlagen und später schlägt der Vater seinen Sohn. Und das ist eben, das kann man mit Bewusstseinsarbeit, kann man das unterbrechen. Man muss das nicht tun. Man kann, auch wenn man misshandelt wurde, kann man trotzdem ein guter Mensch werden. Deswegen kann man nicht sagen, ja, der wurde ja von seinen Eltern geschlagen, deswegen wundert mich das nicht, dass der so ist, der kann nichts dafür. Doch, der hat wie jeder andere auch, hat er die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen, wie er darauf reagieren will. Ja. Gut, man könnte jetzt einwenden, wenn es das Schicksal will, könnte man noch dazu sagen. Wenn es zu seiner Story gehört, zu seiner großen Schicksalsgeschichte. Also ich unterscheide ja nur noch mal für alle, die jetzt hier zuschauen. Ich habe mir ein gewisses Konzept für aus der Antike herausgearbeitet für das Schicksal, was, wie ich das sehe, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich sehe das so, dass das Hamamene, da ist das unveränderbare Schicksal. Da kann ich machen, was ich will. Das ist etwas, das kann ich nicht beeinflussen. Und dazu sehe ich zum Beispiel auch, wie ich dann am Ende zugrunde gehen werde oder sterben werde. Das ist von den Göttern festgelegt. Ja, natürlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag Wodka trinke und sowas, dann werde ich früher sterben, aber dann gehörte das zu meiner Geschichte. Das will ich damit sagen. Bestimmte Dinge kann ich nicht ändern. Ich kann auch den Lauf der Sonne nicht ändern. Ich kann auch nicht ändern, dass Feuer plötzlich nicht mehr heiß ist. Das sind Sachen, die werde ich wahrscheinlich, vielleicht gibt es Menschen, die das können, das will ich gar nicht, da will ich gar nicht irgendwie sagen, dass es das nicht gibt. Aber ich glaube eben daran, es gibt dieses eine große Schicksal. Das heißt, bestimmte Sachen kannst du nicht verändern, die musst du dann einfach akzeptieren. Und dann gibt es aber Situationen, und da kommen wir dann zu dem Moira. Das sind dann die durch die Götter beeinflussbare Schicksalselemente, wo die Götter dir die Möglichkeit geben, wenn du mit ihnen in Kontakt trittst und sie darum bittest, bestimmte Strukturen deines Schicksals zu verändern, dass das eben möglich ist. Ja, das können wir zum Beispiel auch im Kontakt mit Tyche. Tyche war doch die Schicksalsgöttin, die im Rom Fortuna war. Ne? Jetzt muss ich mich gerade selber nochmal erinnern. Genau. Dann kann man zum Beispiel mit Hekate arbeiten, mit Zeus kann man arbeiten, mit Tyche kann man arbeiten, mit den Mäuren kann man arbeiten, um einen direkten Zugang zu diesen größeren Schicksalskonstrukten zu bekommen. Oder aber man arbeitet mit einzelnen Göttern, die auch bedingt bestimmte Elemente des Schicksals beeinflussen können. Ansonsten könnten wir uns Magie auch einfach klemmen und einfach so vor uns hinleben, wie so ein Roboter einfach. Also deswegen sage ich ja, ich glaube nicht daran, dass alles komplett vorprogrammiert ist, weil dann wäre das Spiel ganz langweilig. Dann wären wir wirklich nur noch Zuschauer und könnten behaupten, dann wären wir wirklich wie in einem Computerspiel, dann wären wir alle NPCs, also Nichtspielercharaktere, die da einfach nur ihre Sachen machen. Und also die Vorstellung daran finde ich ganz furchtbar. Deswegen glaube ich, es ist eher so, als Spielercharakter hast du bestimmte Möglichkeiten in einem großen Spiel, wo du handeln kannst, aber du kannst eben nicht alles in diesem Spiel tun. So, und das ist eben das, so wie ich mir das vorstelle. Und da nochmal drauf bezogen, wie gesagt, wenn es nicht zu deiner großen Geschichte gehört, dass du irgendwie reich wirst, dann wirst du auch nicht reich. Dann kannst du so viel Magie praktizieren, wie du willst. Wenn aber die Eventualität da drin ist, dass es sein könnte, dass du reich werden könntest, dass die sagen, die Götter, ja, wir geben ihm die Möglichkeit, aber es ist nicht gesichert, dass er reich wird. Ja? Dann kannst du letztendlich durch die Götter auch Reichtum erlangen und so weiter. Das kannst du auf bestimmte andere Dinge übertragen. Das nur noch mal so zur Erläuterung. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal von dir wissen,
Was machst du denn für Rituale, um quasi deine Seele wieder in Einklang zu bringen? Jetzt haben wir ein bisschen über Natur geredet, über Heilkräuter und so weiter. Ich habe hier auch Baldrian-Tinktur selber gemacht und solche Sachen, die ich benutze. Oder auch, ich habe auch CBD, was ich verwende, ja, um halt ein bisschen runterzukommen. Aber was können wir denn für Rituale machen? Was machst du für Rituale, um deine Seele wieder in Harmonie zu bringen? Wie ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, eben Reinigungsrituale, dass man eben zum Beispiel negative Energien, die man durch Trigger zum Beispiel in sich aufgebaut hat, in Wasser zum Beispiel leitet und das Wasser dann ins Klo gießt, so eine Kleinigkeit jetzt, ne? Oder in Knoblauch, in Zwiebeln, in irgendwelche Objekte und sie dann halt aus dem Haus bringt, dass man halt auch sich mit Weihwasser besprenkelt, sich abräuchert, ne? Kerzen für sich anzündet, fürs Wohlbefinden, um mal wieder in so eine positive Schwingung zurückzukommen. Ne? Da kann man ganz viele Kleinigkeiten machen. Ganz wichtig finde ich aber halt auch den Kontakt zu Wesenheiten, die mit dem Thema Heilung in Verbindung stehen, ne? Wie Apollon, wie Hygieia zum Beispiel oder wie Asklepios, ne? Der Sohn von Apollon, der Heilungsgott, dass man sich bewusst mit diesen Wesenheiten auch verbindet, dann halt auch dann um Heilung bittet und um Genesung bittet, ne? Und dann auch offen ist. Es kann sein, dass das Klick macht und es ist so eine Wunderheilung. Es kann aber auch sein, dass es wirklich einfach ein Prozess ist, der begleitet wird. Ne? Mhm. Auf alle Fälle wird es aber nicht schaden. So. Und ich bin ja mit der Göttin Hekate verbunden. Da hat sie den Aspekt als Hekate Soterra, als die Heilerin, die Retterin. Da verbinde ich mich sehr viel mit, um auch so ein bisschen Stabilität dann zu kriegen und um mich in ihrem Licht zu baden, nenne ich das immer. Ich hole mir ihr Licht einfach in mich rein und stelle mir vor, dass meine Seelenanteile ins Gleichgewicht kommen. Das ist so meine Hauptsachen, die ich regelmäßig mache. Und ganz viel in der Natur eben halt auch mit Bäumen mich verbinden, dass ich dann aus von den Bäumen so Energiekreisläufe zwischen mir und dem Baum halt herstelle, dass ich mich da erde und zentriere, dass ich an Bäche gehe, an Flüsse gehe und dann da halt Negatives reinprojiziere und mir vorstelle, es wird ins Meer und wird da umgewandelt in Positives wieder. Und dann hole ich mir halt dann Kraft wieder aus der Erde, von den Sternen, um es wieder aufzufüllen, was ich da abgegeben habe. Und man kann da ganz viele Kleinigkeiten machen, die man so auch in den Alltag integrieren kann, gut. Ja, total schön. Meine Mutter hatte mir neulich auch erzählt, was sie für eine, wir haben über Katharsis-Rituale gesprochen, ne? Und meine Mutter ist ja, ich bin ja so groß geworden, die ist ja eine Heidin und verehrt die Göttin Freya, das ist so ihre Göttin, und hat so ihre eigenen Rituale, die sie macht. Und dann haben wir über Katharsis-Rituale gesprochen, über Reinigungsrituale und verschiedene andere Dinge auch, um seelische Prozesse in Gang zu setzen. Und da hat sie mir auch wieder so eine Kleinigkeit, so was Kleines gezeigt, was sie immer macht. Und da geht sie zu dem, also über, auf eine Brücke, zu einem Fluss. Und da, wo das Wasser von ihr wegfließt, da gibt sie dann alles rein, was sie loswerden will. Und konzentriert sich auf das Wasser. So mache ich das auch. Ja, man kann auch dann die Hände ins Wasser machen und dann nochmal einen Kontakt zum Wasser zu haben, dann alles Schlechte aus sich rausspülen lassen. Und dann geht sie zur anderen Seite und empfängt dann das frische Neue, lädt sich auf mit neuer Energie. Und das finde ich einfach toll, weil das so einfach ist. Und das kann wirklich jeder machen. Sich dann einfach der Richtung zuwenden, wo es wegfließt und seine schlechten Energien abgeben und dann die neuen, frischen Energien empfangen, indem man sich zur anderen Seite hin zuwendet. Und das hat mir total gefallen. Und ja, das sind halt so einfache Sachen, die jeder machen kann und die aber wirklich sehr wirksam sein können auch, ne? Oder auch kleine Kraftorte besuchen, ganz bewusst. Das haben die Menschen ja früher auch gemacht, dass sie extra zu Heilungsorten gegangen sind. Man kann mal ein bisschen rausfinden, wo sind in der Nähe alte Kirchen, wo man früher wegen Gesundbeten hingegangen ist. Mhm. Weil die haben oft auch schon vorchristlichen Bezug dazu. Dass das früher auch schon Heilungsstätten waren. Oder wo sind irgendwelche Heilquellen oder generell Quellen. So als Beispiel. Und dann da ganz bewusst mal Zeit zu verbringen, einfach mit dem Ort zu interagieren, sich da zu öffnen, darum zu bitten, dass man Unterstützung bekommt bei dem Heilungsprozess, kleine Opfergaben hinlegen, ne? Wasser mit nach Hause nehmen, sich da noch mit dem Wasser absprenkeln. Mhm. Genau, Wasser ist auch eine Sache, die auch mit der Seele sehr stark verbunden ist. Ja, das ist das Seelenelement, wird es auch oft gesagt. Wasser wird häufig mit dem Westen in Verbindung gebracht, mit dem Mond und eben mit der Seele. Ne? Ist auch sehr interessant.
Und deswegen finde ich auch gerade für Seelenreinigung Wasser auch total toll. Gerade im Sinne mit, was du schon gesagt hast, Weihwasser. Ne, man kann sich also ein Weihwasser herstellen. Man kann natürlich dieses Weihwasser auch mit Kräutern oder mit einem gewissen Teeaufguss noch erweitern. Oder man nimmt einfach Salzwasser, ne, geweihtes. Ja, Edelsteinwasser machen ja auch viele. Edelsteinwasser, ne? Genau. Man kann der Kräuter wieder freien Lauf lassen. Oder eben Wasser aus heiligen Flüssen, aus Quellen, wie du schon gesagt hast. Ne? Das ist wirklich was. Und wir können davon ausgehen, dass wenn Quellen heute St. Marienquell oder sowas heißt, ja, dass das eigentlich ein heidnischer Kraftort war, der dann einfach nur gekapert wurde. Also da kann man durchaus an diese ganzen katholischen Pilgerorte hin, wo eben irgendwelche heiligen Quellen sind, die dann irgendwie Sankt irgendwas heißen, St. Georg-Quelle oder irgendwas, dann kann man davon ausgehen, dass es eigentlich eher heidnischen Göttern früher geweiht war und das wurde dann durch die Christen gekapert und übernommen. Aber diese Orte sind trotzdem immer noch da und haben auch häufig eben ihre Qualitäten nicht eingebüßt, nur weil jetzt irgendwelche Chaoten die Namen geändert haben. Ne? Und man kann auch auf die vorherigen Energien noch zugreifen. Auch ja, genau. Gesunden Betonsaltar war, man kann da auch, wenn man nicht christlich ist, auf diese Energien zugreifen durchaus. Ja, da bin ich auch völlig schmerzfrei, dass ich an solchen Orten dann eben auch meine Götter anrufe und dort auch meine Opfergaben lasse. Und ich gehe sogar so weit, dass ich, wenn da eine Maria ist oder sowas, dass ich dann Maria dann einfach ganz anders anspreche. Ne? Ich nutze dann die Statue oder nutze dann das Bildnis, um darin meine Göttin zu sehen, die ich da drin sehen will. Und im Grunde genommen, wenn man sich das anguckt, auch im Katholizismus, will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, das wäre nochmal eine Sendung an sich. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf eine Sendung über Katholizismus und in Bezug auf Magie und Götter. Maria ist letztendlich eine synkretistische Fortführung der großen Göttin aus der Antike, in der wir verschiedenste Göttinnen vereint drin sehen. Ja? Wir haben da einen starken Tyche-Aspekt, also diese Schicksalsgöttin, wir haben da Hekate drin, wir haben da auch Aphrodite drin, deswegen immer dieses hellblaue Gewand. Hellblau war die Farbe von Aphrodite in der Antike. Also wir haben da wirklich verschiedenste Göttinnen drin. Man könnte sagen, Maria ist eine synkretistische Fortführung der heidnischen Göttinnen. Und deswegen eignen sich die Orte auch wunderbar, um dort eben seine heidnischen Rituale zu praktizieren. Und wer im Weserbergland wohnt, da kann ich mal die Apenteichquelle empfehlen, die ist in der Nähe von Alfeld. Das ist eine sehr kraftvolle Quelle, gerade wenn es um Heilung geht. Oder die Stadt Bad Pyrmont, da ist die ganze Stadt von Quellen durchsetzt und da ist die ganze Stadt von so einer Heilungsschwingung durchdrungen. Wow. Nur so mal so als zwei Tipps. Ja, das ist natürlich klasse. Ja, es gibt überall in Deutschland gibt es wunderbare Heilplätze. Also ich glaube, in jedem Bundesland gibt es irgendwelche Kraftorte. Da müsst ihr einfach mal selber schauen, auch im Internet einfach mal ein bisschen recherchieren. Wo gibt es in meiner Nähe vielleicht irgendwelche Quellen oder irgendwelche Kraftplätze oder so. Ne? Und da einfach mal gucken und die aufsuchen und sich wieder mit der Erde verbinden. Was ich noch ganz schön, um jetzt mal vielleicht noch mal auf ein paar Details, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen der Sendung, einzugehen. Was ich halt zum Beispiel sehr wichtig finde, ist mein monatliches Daibnon. Also Daibnon heißt letztendlich, sind nur Opfergaben, die man an die Götter bringt. Ich dachte immer, das Daibnon wäre auf Hekate explizit. Aber das stimmt so nicht. Wie ich jetzt rausgefunden habe, es ist tatsächlich ein allgemeines Opfer an die Götter, nennt sich Daibnon. So, wollte ich nur noch mal korrigieren. Das heißt korrigieren, eigentlich gesagt, übersetzt einfach Abendmahl. Ja, was meinst du? Es hat einfach übersetzt einfach das Abendmahl. Ja, es ist, ja und wirklich. Da haben wir es wieder. Es wurden Dinge einfach gekapert. Also ja, 80% von dem, was Leute als christlich empfinden, ist eigentlich heidnisch. Ne? Das nur mal so dazu. Auch Weihwasser und so weiter, mit Wasser und Salz, Weihwasser herstellen, ist heidnisch. Ne? Also Taufe, heidnisch. Also wir könnten da jetzt ewig, deswegen sage ich, das wäre eine geile Sendung, da nochmal irgendwie drüber zu sprechen und diese ganzen Elemente mal rauszusuchen. Aber was ich nochmal persönlich ganz toll auch finde, ist der Kontakt mit den Füßen auf die Erde, beziehungsweise auch mit der Natur. Ich bin so ein Mensch, ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, weil meine Füße noch sehr empfindlich sind. Ja, aber ich finde es grundsätzlich toll, das zu machen. Ja, und nur mal so als Anregung, ich werde mir jetzt auch Barfußschuhe bestellen, weil dieser Kontakt zur Erde so wichtig ist, auch für die Seele geerdet zu sein. Ja, weil wir halt sonst immer so
so weit weg davon sind, ne? Und dann eben die Erde auch wirklich zu fühlen. Das tut der Seele auch wirklich gut, mit sich mit der Erde, mit Gaia zu verbinden. Das nur mal so als Anregung. Dann, wie du schon sagtest, Quellen und so weiter aussuchen. Auch Wasser finde ich total wichtig. Aber vielleicht auch mit den anderen Elementen, die mit einzubauen. Manche Seelen brauchen halt eben auch diese Feuerenergie. Oder manche Seelen brauchen auch vielleicht mal eine Durchlüftung, indem sie sich dann auf irgendeinem Berg bewegt, dass man mal wandern geht auf irgendeinen Bergwipfel oder in irgendein Gebirge, um sich mal so richtig von dem Wind durchlüften zu lassen, die Seele mal, das Seelengewand zu lüften. Ja. Berge sind darüber, ne, um eine andere Perspektive zu bekommen, die Sache mal von oben zu betrachten. Das ist mental auch ganz gut, um mal mental freier zu werden, mal auf Berge zu gehen. Ja, total. Aussichtstürme, ja, oder ähnliches auch. Genau. Ne, und dann auch dieses, man kennt ja dieses japanische Waldbaden. Das ist im Grunde genommen nur achtsames durch den Wald gehen, ja. Dass man einfach schaut, dass man nicht irgendwie wahllos auf irgendwelche Pflänzchen oder Tiere tritt, die da rumlaufen. Das muss ja auch nicht sein. Und dann bewegt man sich einfach, man könnte zum Beispiel einfach mal barfuß durch den Wald gehen, ganz achtsam sein, dass man keine Pflanzen zertritt oder so. Und dass man dann einfach ganz bewusst auch atmet. Die Terpene sind unglaublich gesund auch für den ganzen Organismus, die aktivieren die Killerzellen im Körper, die eben ja erkrankte Zellen auch eliminieren, also Mutationen töten, damit eben bestimmte Wucherungen nicht entstehen. Dafür sind auch die Killerzellen da und die wehren auch ganz viel ab und bringen ganz viel wieder in Ordnung im Körper. Also auch um physische Gesundheit zu erlangen, kann eben der Einfluss des Waldes eben auch helfen. Und da gibt es inzwischen auch Studien, meistens aus Japan, die eben auch bestätigen, dass dieses Waldbaden das Immunsystem sehr stark anhebt. Und ja, Waldnatur macht einfach gesund. So, Leute, geht raus und genießt die Natur, geht in den Wald und lasst euch heilen. Ja. Ja, gäbe es noch irgendwas zu ergänzen? Hast du noch irgendeine Idee? Ansonsten wären wir eigentlich schon fast durch, oder? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich glaube einfach, ja. Es ist ganz wichtig, dass mehr Menschen in die Individualität reingehen, individuell sind und ihre eigenen Wege beschreiten. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, auch fürs Thema Heilung. Die eigenen Wege finden. Nicht mit der Masse gehen, sondern für sich die passenden eigenen Sachen finden, die einem gut tun. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Und es gäbe sicherlich noch über Details vieles zu reden, gerade in Bezug auf Katharsis-Rituale oder sonst irgendwie sowas. Aber das soll es jetzt erstmal hier, ich finde, als 2 Stunden reichen jetzt auch erstmal aus, um dieses ganze Thema mal besprochen zu haben. Ja, vielen herzlichen Dank, Florian, dass wir diese Sendung machen konnten. Danke, dass ich dabei sein durfte wieder. Sehr gerne. Und wenn ihr noch mehr über Florians Arbeit wissen wollt oder mit was er sich so beschäftigt, ich werde hier alles unten in die Infobox packen, seine Webseite und die Projekte, die er so macht. Und da könnt ihr einfach mal schauen, er hat eine tolle Webseite auch über Hexerei und über Hekate, ne? Und solche, das ist ja sein Hauptgebiet, um es mal so auszudrücken. Und ja, schaut euch das einfach mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall, da findet man sehr viel Wissen. Und ich bin da auch ab und zu mal auf der Webseite und schaue da mal, ach, was hat er da für Artikel über Hekate, auch eine Göttin, die mir sehr am Herzen liegt. Und da findet man wirklich viele tolle Informationen. Ja, ansonsten, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und kommt wieder in Kontakt mit eurer Seele, verbindet euch mit der Natur, nehmt Kontakt vielleicht auch mit den Göttern auf und verabschiedet euch vom destruktiven System dieser künstlichen Welt und kehrt zurück zu Gaia, zur Mutter Erde. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis bald.